Ich heiße Karin. Eine Idee meines Vaters. Karin. Sel. Ich kenne bis heute keine weibliche Person mit diesem Vornamen. Wohl aber einige Leute, die sich Sel nennen. Ihnen sei nicht über den Weg zu trauen gewesen, hieß es, was ich nur zu gern glaube. Immerhin traute ich meinem Vater nicht über den Weg und mir. Erst recht nicht. Bis Malik auftauchte. Kurz nach meinem 12. Geburtstag war sie plötzlich da. Von einer Stunde auf die andere. Sie lachte über meine Verblüffung, hakte sich bei mir ein und blieb. Und verschwand. Und tauchte wieder auf. Plötzlich, in immer kürzeren Abständen. Vater war damals wieder einmal auf Geschäftsreise. Ich wusste noch nicht, dass es seine letzte sein würde, dass er nie mehr zurückkehren würde. Er schickte regelmäßig Unterhaltsgeld. Die laufenden Rechnungen bezahlte er selbst. Eine Scheidungsklage kam nie. Wir waren weiterhin die Familie selbst. Als das Haus in der Löwengasse brannte, in der Stadt meines abtrünnigen Vaters, als es endlich brannte, standen wir Schulter an Schulter in der Menge. Kühl beobachteten wir das Geschehen. Ich stand stumm neben Malik, nahm ihre Spannung auf, ihre Gier. Der Rauch brannte in den Augen, trocknete die Kehle aus. Malik befeuchtete sich die Lippen, als ein ohrenbetäubender Lärm die Menge in neue Aufregung versetzte. Es ist still da drüben. Wo ist Senkvögel Vreni? Man ist schließlich auf äußere Reize angewiesen. Vor allem, seit es mir an inneren Reizen mangelt, weil Malik nicht mehr von sich hören lässt. Ich rede dir die Ohren voll. Bist du krank vor Lärm, vielleicht zum letzten Mal zur letzten Klingelschnur greifst? Wie? Man hätte sie anzeigen müssen? Was weißt du von diesen Welten? Von diesen hermetisch geschlossenen Weltraumkapseln? Die geben nichts preis. Dringt nur das Schweigen nach draußen. Eisiges Schweigen. Es wird zum Sinn aller Dinge. Und solche Menschen machen einen derart normalen Eindruck, dass keine wie ich auf die Idee gekommen wäre, anderswo könnte es anders zugehen. Nach Hause geschickt haben sie mich. Ausgerechnet. Ins Haus mit der Mansarde zurück, wo Vater früher "Scher dich zum Teufel" schrie, weil ich ihm zu nichts taugte. Wo er mir mein Hündchen kaputt machte und alles zwischen meinen Beinen, den Kindbeinen.